So, hier kann man dann jetzt nochmal sehen, wie ich das dann verarbeite. Also ich mache wirklich nur die Clips aneinander, schreibe die Dauerwerbesendung unten rein, mache dann hier eine Videostabilisierung und das war's. Ich habe jetzt noch einen Clip unten dran, weil ich auch mehrere Leute mich ja mal gefragt haben, hey, kannst du nicht mal meinen Kanal erwähnen? Zwischendurch mache ich das ja auch mal. Ich erwähne das dann, aber dann, wenn ich Lust habe. Ich bin ja keine wandernde Werbetafel. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr dann auch überlegt, so einen Kanal aufzumachen oder ihr habt es schon oder ihr seid gerade dabei, habt einen Bricklink Store oder einen anderen Store und seid gerade neu auf YouTube, macht einen Kanal, schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht entdecke ich dann ja auch mal was Neues oder andere Zuschauer gucken sich eure Kanäle dann auch mal an und schreibt doch einfach mal unten eure Erfahrungen drunter. Und dann wünsche ich euch jetzt, weil ich diesen Clip jetzt am Anfang des Videos packe, viel Spaß mit dem Video und das habe ich noch aufgehangen. Alles Liebe zum Vatertag. Haben die Jungs wunderschön. Also das werden Künstler. So, aber jetzt, wie gesagt, den Clip hänge ich noch vorne dran ans Video und da wünsche ich euch viel Spaß damit. Es ist wieder viel Gerede. Ihr dürft hin und her spulen, wie ihr wollt. Keiner muss sich diese 30 Minuten oder was das werden, komplett anhören. Aber es sind meine Gedanken. Und ich denke, da viele von euch fragen oder einige, nicht viele, einige von euch gefragt haben, ist es vielleicht wert, diese Gedanken mal zu teilen. Also viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei BrickCare. Schaut mal, was ich aufgebaut habe. Seit dem 21. März stand der hier rum. Jetzt kann ich mich hier wesentlich bequemer bewegen und gerade beim Sortieren ist das schon angenehmer als hier diese alten schulmäßigen Holzstühle. Habe ich schon ewig hier stehen, aber die, die meinen Kanal kennen, wissen ja, wie wenig Zeit ich habe. Ich hoffe, das Video heute Abend klingt jetzt nicht zu sehr nach Internetguru, aber ich habe eine Bestellung bekommen von einem Zuschauer von uns, von Sascha, der gesagt hat, ich darf es gerne in dem Video packen. Wir haben die Bestellung hat 474 Steine in 67 Lots. Das heißt, ich werde nicht die ganze Bestellung packen, aber ich werde hier ein bisschen quatschen. Und das sind jetzt keine Fragen, die mich unendlich oft erreichen. Aber ich hatte jetzt schon so zwischen 5 und 10 Leute, die mich angeschrieben haben bezüglich ein eigenes Gewerbe zu gründen und die wie sage ich, und einen eigenen YouTube-Kanal machen, ob ich Tipps für die hätte und wie ich das mache und so weiter. Also alles so zum Thema YouTube und eigenes Gewerbe. Und ich bin ja selber, also es ist ja hier nicht monetarisiert, ich habe keine 1000 Abonnenten oder keine tausenden Abonnenten und ich bin ja selber noch ganz neu und bin das alles am Lernen und auch mit meinem Equipment. Also wer meine Theorie-Videos kennt, der weiß ja, wenn ich am Computer bin, dass ich kein Mikrofon habe. Ich glaube, ich habe mein Headset jetzt gar nicht hier. Aber ich habe so ein billiges 10-Euro-Headset und aufnehmen. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe ein Huawei P40 von 2020. Das war damals im Ausverkauf bei Mediamarkt, glaube ich, 145, 150 Euro rum. Jetzt kostet so um die 200 Euro. Das hat keine gute Kamera. Ich bin da auch kein Experte mit und ich halte das Handy jetzt einfach so in der Hand, deswegen wackelt das auch immer so. Und zum Bearbeiten meiner Videos nehme ich einfach diesen kostenfreien Movie Maker oder ich glaube, er heißt sogar Windows Movie Maker, ich bin mir gar nicht sicher. Da packe ich mir dann die Clips rein, mache einmal eine Bildstabilisation und packe meine Dauerwerbesendung drunter, einfach nur um sicher zu sein. Und dann packe ich das an. Jetzt die Frage. Das geht dann jetzt gar nicht so sehr um Bricklink, sondern im Allgemeinen. Da ist ja auch egal, worum es dann geht. Aber mit einer eigenen Gewerbegründung kann ich euch nur empfehlen. Ich hatte damals vor, dass ich mir einen eigenen YouTube-Kanal mache. Und ich habe ja auch nie einen Hehl daraus gemacht. Der YouTube-Kanal ist dafür da, dass ich Werbung für meinen eigenen Store hier mache. Das heißt, meine Intention war es von Anfang an. Ich eröffne mir den Bricklink Store. Und während ich diesen Bricklink Store mache, möchte ich gerne YouTube-Videos machen, einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Dann habe ich halt überlegt, was für YouTube, oder erstmal habe ich natürlich in der Gewerbeanmeldung, das ist auch wichtig, wenn ihr das auch überlegt, einen eigenen YouTube-Kanal zu haben. Ihr habt ja in der Gewerbeanmeldung, 1, 2, 3, 4, 5, das passt, habt ihr ja diesen Bereich stehen, wo ihr schreiben müsst, womit ihr euer Geld verdienen wollt.
Und da habe ich natürlich den Verkauf von Spielwagen. Ich habe das relativ allgemein gehalten. Hauptsächlich Onlinehandel, aber auch andere Vertriebswege. Also man muss da schon reinschreiben, was man macht. Aber ich habe das relativ frei gehalten. Und ich habe dann auch mit dem netten Herrn vom Finanzamt damals auch gesprochen und gesagt, was schreibe ich denn da rein, wenn ich dann über YouTube-Videos Werbung machen möchte und wenn ich da irgendwann mal für Geld kriegen sollte oder wenn ich dann unter die YouTube-Videos wie diese Affiliate-Links bei Amazon, Lego oder sonst wo mache, wenn ich darüber Einnahmen generiere, darf ich das denn dann? Und dann hat er mir halt gesagt, ja, aber schreib dann mit dabei, was du in deiner Firma machst. Das heißt Online-Marketing. Und so habe ich das in der Gewerbeanmeldung gemacht und habe dann damals auch, als ich meinen Bricklink-Store geöffnet habe, wie viel brauche ich davon? 2. Ganz motiviert gesagt, gut, dann starte ich jetzt auch mit diesem Vloggen und muss aber ganz ehrlich sagen, es war mir am Anfang dann zu viel. Weil erstmal hatte ich wenig Ahnung von dem, was ich hier mache. Das ist ein Punkt. Man sollte natürlich mit dem, was man tut, auch ein bisschen Ahnung haben. Das heißt, wenn ihr jetzt neu mit einem Bricklink-Store startet und noch nicht ein paar Wochen habt, kann ich euch aus meiner Erfahrung im Nachhinein sagen, vielleicht wäre es bei mir klüger gewesen, erstmal das alles kennenzulernen und dann die Videos zu machen. So habe ich es ja dann auch gemacht. Ich habe ja dann erst dieses Jahr im Februar mein erstes richtiges Video gemacht. Also ich hatte zwar letztes Jahr im September, waren das glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, noch 2. Im September hatte ich zwar 2, 3 Videos gemacht, aber die waren natürlich qualitativ nicht so gut. Dann habe ich zusammen meine Bestellung ein bisschen gezeigt, ne, dass man die Reichweite am Anfang nicht hat, ist klar, das ist aber auch nicht schlimm. Aber ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr das machen wollt, super Idee, auf jeden Fall. Für mich lohnt es sich auf jeden Fall. Auch die Bestellung, die ich jetzt packe, ist ja wahrscheinlich aufgrund meiner YouTube-Videos entstanden. Also es ist definitiv etwas, was ich jedem empfehlen kann. Aber vielleicht erstmal, wenn ihr neu anfangt mit einem Store, lernen, wie das mit dem Store funktioniert. Wenn ihr natürlich euren Store schon länger habt, spricht natürlich gar nichts dagegen, YouTube-Videos zu machen. Und damit komme ich dann jetzt auch neben dem Wieso, Weshalb, Gewerbe anmelden und so weiter und Material. Nochmal zu dem Punkt jetzt bei Minute 6 schon. Weil ich die Frage gestellt bekommen habe, was mache ich denn oder ja, wie formuliere ich das um? Also es wurde halt geschrieben, ja ich oder ganz oft kriege ich die Nachricht, ja ich überlege auch, ob ich Vlogs mache oder wir wollen Vlogs starten. Hast du Tipps, wie ich mit dem Vlog starte? Oder ich will auch nur meinen Werdegang für mich dokumentieren. Meinst du nicht, es gibt schon zu viele YouTuber und all solche Themen halt. Also ich habe so das Gefühl, nicht, dass die Leute mich um Erlaubnis fragen, hey, darf ich? Sondern einfach so eine gewisse Unsicherheit, soll ich es machen? Und ich erzähle jetzt einfach mal nur, was ich davon halte und was ich denke. Also erstmal, zu viele YouTuber, egal zu welchem Thema, kann und wird es nicht geben, weil jeder Zuschauer hat ja die Möglichkeit zu sagen, das will ich mir nicht ansehen. Das heißt, ich schalte dann wieder nach ein paar Minuten aus, abonniere den Kanal nicht und gucke mir das nicht an. Und das ist absolut okay. Das heißt, ihr braucht ja keine Angst haben, dass ihr jemanden mit euren Videos stört oder dass sich da jemand von beleidigt fühlt. Auch also es kann nicht zu viele YouTuber geben. Ich für mich persönlich habe mir halt gedacht, ist das überhaupt interessant, was ich hier mache? Und wenn ja, für wen ist das interessant? Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich werde niemals die Reichweite von einem Held der Steine haben. Ich werde wahrscheinlich niemals so gut bauen wie die Kollegen oder der Kollege von Stein auf Stein oder Bob Brickman. Ich werde nicht diese Leidenschaft für Lego Star Wars entwickeln, wie sie in einem Brick Story hat. Und sehr wahrscheinlich, wobei ich das nicht ganz ausschließen möchte, werde ich auch niemals, wie zum Beispiel Pops Blogshop, hauptberuflich einen Bricklink-Store machen und 8 bis 10 Stunden am Tag arbeiten und davon leben. Ja, wie gesagt, den letzten Punkt will ich nicht ganz ausschließen. Das kann natürlich passieren, wenn sich das alles sehr, sehr, sehr positiv entwickelt. Das ist natürlich ein Punkt, den möchte ich nicht ausschließen. Übrigens, die Lagerung in Tüten finde ich super für Teile, die man sehr rums... Armer Cole, setz dich mal, mein Freund, setz dich mal hin. Finde ich super, aber mit einer Hand ist das dann auch wieder so eine Sache. Ja, aber wie gesagt, ne, diese großen YouTuber hier in diesem Bereich, die sind natürlich super.
Aber nichtsdestotrotz gibt es niemals genug. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Startet euren Kanal, überlegt euch dann, was ihr machen wollt. Ich zum Beispiel habe mir die Gedanken gemacht, ich wollte sehr gerne so ein kleines Alleinstellungsmerkmal machen. Also Bricklink Stores, die jeden Tag oder jede Woche ihre Vlogs machen und dann dokumentieren diesen Wochenablauf, was ich jetzt ja bei mir jeden Sonntag hochlade. Die gibt es ja relativ viele. Und ich habe halt überlegt, ich gucke mir die Videos gerne an, aber da ist halt, das Gebrauchte packe ich mal später, da ist halt die Konkurrenz. Konkurrenz ist falsch, weil man nimmt ja niemandem was weg. Man kann ja, surprise, auch 100 verschiedene YouTuber sich gerne angucken. Aber ich habe gedacht, so dieses Alleinstellungsmerkmal fehlt mir. Also habe ich mir gedacht, was kann ich denn machen? Ich zum Beispiel für meinen Teil würde super gerne, ähnlich wie jetzt Steinküste, Held der Steine, oh, wen gibt es denn da noch, Brickstory zwischendurch. Ich könnte jetzt hunderte Leute aufzählen. Ich würde super gerne solche Reviews machen, dass ich da einfach mich hinsetze und ein Lego-Set aufgebaut habe. Juhu, mir fehlt ein Stein, das hatte ich lange nicht mehr, da kümmere ich mich dann gleich drum. Dass ich solche Reviews mache und einfach genießen will. Das bringt mich der Stein hier aus dem Konzept. Da, von den roten Slopes fehlt mir einer. Ich habe hier so eine Kiste, wo ich immer die Sachen reinschmeiße, die mir mal auf den Boden gefallen sind. Da ist jetzt aber kein roter Slope drin. Aber das ist jetzt natürlich auch live sehr gut. Aber den werde ich gleich schon finden, da mache ich mir wenig Sorgen drum. Ich beende einmal den Clip, suche den schnell und dann reden wir gleich weiter, was ich gerne machen würde. So, gefunden, war eingeklemmt, hinten hinter der Schublade, also hat jetzt keine 3 Minuten gedauert. Aber guckt euch mal den Angusspunkt an. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Kratzer, der von dem Einklemmen kommt. Aber das haben die alle. Das ist, aber das ist halt Lego. Das ist eine Seite. Gut. Aber wir haben jetzt den vierten. Jetzt bin ich am Überlegen, wo war ich denn gerade? Ich glaube, wir waren darüber am Reden, genau, dass ich auch sehr gerne Reviews machen würde. Weil ich finde das einfach super. Erstmal, ich will ja mit dem Channel Aufmerksamkeit generieren. Und die Aufmerksamkeit generiere ich ja auch. Ich baue ja sowieso zwischendurch gerne Sets. Das habe ich ja jetzt kennengelernt. Und durch Leon habe ich ja angefangen, dass ich selber gerne Sets baue und kaufe mir auch welche. Und mir ist das ja auch egal, von welchem Hersteller die sind oder wie die aussehen oder ob die eigentlich für Kinder sind. Ich möchte Spaß haben und mich dabei entspannen. Ich habe nicht viel Zeit dafür, aber zwischendurch mache ich das. Und dann ist es doch auch komplett egal, ob wir schon 500 Kanäle in Deutschland haben, die sich darum kümmern, dass sie Sets reviewen. Erstmal, jeder hat eine andere Meinung. Das heißt, wenn ich mir ein Set kaufe, dann ist es doch absolut legitim und in Ordnung zu sagen, alles klar, ich mache da jetzt ein Review zu, ich gucke mir das an und dann erzähle ich euch, wie ich das finde. Weil wenn ich ein Set kaufen möchte, dann oder nicht sicher bin, ob ich es kaufen möchte, dann ist es doch cool, wenn ich die Wahl habe zwischen 4-5 Leuten, die mir sagen, wie sie es fanden. Ich hatte zum Beispiel jetzt die Tage, die Situation beim, wo war denn das? Ich glaube, das war beim Held der Steine, genau. Da habe ich dann einen Kommentar geschrieben, ich weiß gar nicht zu welchem Video. Ja, Leute, das ist super. Und dann wundere ich mich, warum mir Steine fehlen, ne? Wenn man die Schubladen zu voll hat. Aber da habe ich einen Kommentar unter dem Video geschrieben, dass ich tatsächlich das Set relativ schön finde und dass es mir persönlich gefällt. Ich glaube, da ging es um den Quinjet oder was. Und dann hat jemand natürlich unter meinen Kommentar geschrieben, ja, aber es ist Lego und Lego mag hier keiner. Und da denke ich mir dann, das ist ja schön und gut. Natürlich ist das von diesem Kanal so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dass er, oder nicht Alleinstellungsmerkmal, das hat man ja häufig. Aber natürlich verkauft es sich besser, wenn man Negatives zu sagen hat. Also negative Nachrichten und Meinungen verkaufen sich immer besser, als wenn man sagt, 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal, wie viele? 5? Als wenn man sagt, alles ist super. Und dann wurde halt darunter geschrieben, ja, Lego mag man hier nicht. Ist egal, ob du das Set gut findest, aber Lego wird hier nicht gut gefunden. Und da denke ich mir doch, es ist doch egal, was der Reviewer sagt.
Wenn der Reviewer das Set optisch total ätzend findet, aber es gefällt mir, dann ist doch seine Meinung mir egal. Ich darf doch meine eigene Meinung haben. Ich muss doch nicht die Meinung von jemandem übernehmen, dessen Content ich qualitativ gut finde. Und da gibt es 1000 Beispiele und 1000 Kanäle für, nicht nur dieses eine, aber diese Person zeigt mir eine Ware, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie mir kaufen möchte. Und er präsentiert mir diese Ware, er zeigt mir alle Seiten davon, er zeigt mir, worum es geht, was es kann, wie es sich bauen lässt, wie lange es vielleicht dauert, wie die Farben getroffen sind. Das heißt, ich kriege alle Informationen, die ich brauche. Aber das Fazit und die subjektive Meinung vom Reviewer, die ist mir doch egal. Wenn zum Beispiel Brickstory sich da hinstellt und sagt, dieses Star Wars Set ist super, super toll, es gefällt mir wahnsinnig gut, ich bin aber Star Trek Fan, dann sage ich ja nicht, naja, du hast nicht recht, also das Set ist nicht gut, hier, kauf dir mal eine Enterprise von Blue Bricks, dann hast du ein gutes Set. Ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und genauso, weil wir wahrscheinlich von, keine Ahnung, 10 Millionen Klemmbaustein-Fans haben wir wahrscheinlich 6 Millionen verschiedene Meinungen zu Sets. Es kann nie jeder der gleichen Meinung sein. Und man tut niemandem weh, wenn man sagt, ich mache jetzt auch Reviews. Warum denn nicht? Ist doch gut. Umso mehr man sich ansehen kann, umso mehr Auswahl hat man. Und das ist das, was ich meine, wenn mich dann Leute so unsicher anschreiben und sagen, ja, wie meinst du denn, kann ich einen YouTube-Kanal auch starten? Passt das denn? Macht es doch einfach. Umso mehr es gibt, umso größer wird die Community, umso mehr haben die Leute davon und es gibt kein Futterneid im Internet. Wir hängen alle so viel an Handy, Telefon und sonst irgendwas, dass für jeden genug Zuschauer da sein sollten. Und wenn nicht, geht es ja wie bei mir dann nur um Spaß. Ich verdiene ja meinen Lebensunterhalt nicht hiermit. Ich habe meinen gut bezahlten Job. Ich lebe in einem schönen Haus mit gesunden Kindern, was für mich das Allerwichtigste ist. Und ob ich jetzt 400 Abonnenten habe, 1000 Abonnenten oder 20.000 Abonnenten, davon ändert sich für mich persönlich nix. Also da müsste schon einiges passieren, dass ich mein Leben dem anpasse, weil ich bin jemand, ich mache einfach, was mir Spaß macht. Und das ist auch das grundlegende Fazit, was ich euch sagen und geben würde. Wenn ihr Spaß daran habt und Bock darauf habt, dann macht es. Und wenn euch am Ende nur zwei Leute zuschauen, dann ist das auch nicht schlimm. Ich habe auch Videos. Ich habe zum Beispiel am Anfang ein Review-Video gemacht von dem Lego Duplo Set, weil ich dieses Set einfach gut fand und gedacht habe, warum nicht? Das haben sich 20 oder 30 Leute angesehen. Also das ist wirklich in Anführungsstrichen total gefloppt. Aber ich hatte Spaß daran, mir das Set anzusehen, darüber zu reden, das ein bisschen zu vergleichen. Und das ist doch dann genau das, worum es geht. Und mehr braucht man doch nicht. Man muss Spaß an den Dingen haben, die man macht. Und dann wird es auch irgendwann funktionieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Kanal hier so funktionieren wird. Ja, was ist denn hier los? dass der Kanal so funktionieren wird, dass ich keine Ahnung, hier absoluter Multimillionär bin oder sonst irgendwas. Ich werde ja auch oft gefragt, ja, und dann Geld verdienen, hier, das, jenes. Also wer jetzt immer noch nicht gemerkt hat, dass es bei mir nicht ums Geld verdienen geht, der hat noch nicht genug Videos gesehen. Ich bin hier mit Leidenschaft dabei, ich habe richtig Bock und ich habe Spaß. Und ich würde echt gerne solche Reviews machen. Und der Grund, warum ich diese Reviews nicht mache, ist einfach, dass diese Kamera hier so einen schlechten Autofokus hat. Ihr seht das ja, wenn ich dann hier das so halte und dann nur so ein bisschen die Hand bewege, dass dann immer dann zoomt die rein, raus. Also es funktioniert einfach nicht so gut, sich damit zu filmen. Plus ich muss halt so nah dran sein, wie jetzt, wenn ich es halte, dass man mich vernünftig hört, weil ich kein Mikrofon habe. Und ja, vielleicht hole ich mir mal besseres Equip, aber das ist auch noch ein Tipp, den ich nochmal mitgeben kann. Wenn ihr jetzt nicht schon ein paar tausend Abonnenten habt und damit Geld verdient und das läuft und ihr wollt das nur besser machen, dann guckt ihr euch das hier eh nicht an, weil dann seid ihr schon weiter, als ich es hier sein werde. Aber fangt jetzt nicht bei null an und gebt ein paar hundert Euro aus für irgendein Equipment. Wie gesagt, ich habe hier gar nichts für gekauft für die YouTube-Videos. Ich habe einfach das Handy genommen, was ich eh schon da habe. Und das reicht doch vollkommen. Also man sieht ja, ich bin zumindest nah an den 1000 Abonnenten dran.
und gebt da kein Geld aus für Dinge, wo ihr dann vielleicht doch den Spaß verliert. Also kurz zusammengefasst, macht den Content, worauf ihr Bock habt, egal was andere euch sagen. Ignoriert negative Kommentare, habt Freude an dem, was ihr tut, vermittelt diese Freude, kommuniziert mit den Leuten, weil das ist wirklich das Schönste, so mit euch zu kommunizieren, macht am meisten Spaß. Und wenn ihr das alles macht, macht auf jeden Fall, meldet ein Gewerbe an, macht einen eigenen YouTube-Kanal, Bricklink Store, eBay Store, ist ja egal was. Ihr könnt ja auch einen Bauernhof kaufen und das dann filmen, wie ihr damit vorgeht. Es muss ja nicht alles Bricklink sein, es geht ja ums YouTube Allgemeine und ich kann euch nur empfehlen, ich habe Spaß dabei. Ich weiß nicht, wie lange ich Spaß dabei habe, weil ich immer jemand bin, der gerne auch mal etwas Neues ausprobiert. Und es kann auch sehr gut sein, dass ich in einem Dreivierteljahr oder in noch kürzerer Zeit sage, okay, das waren jetzt nett die paar Monate YouTube, das hat mir Spaß gemacht, aber für mich brauche ich das jetzt nicht mehr. Das kann alles passieren. Ich lege mich bei nichts fest. Und das ist auch noch ein letzter und finaler, vielleicht wichtigster Tipp. Setzt nicht alles auf eine Karte, nur weil ihr seht, bei jemandem es funktioniert. Es gibt YouTuber, die leben hiervon, die leben von YouTube, die leben von einem Bricklink Store oder von beiden gemischt. Das kann alles funktionieren, aber ich kann euch nur empfehlen, macht das wirklich nicht. Also kündigt nicht euren Job und sagt, ich hau da alles rein und investiere ganz viel Geld oder sonst irgendwas. Ihr wisst ja, ich habe hier nur 500 Euro reingesteckt und von da an baue ich das aus und gucke, wie weit ich komme. Vielleicht reinvestiere ich irgendwann und beende das Projekt so und sage, jetzt will ich größer werden. Und dann natürlich stecke ich da nochmal Geld rein, aber das ist dann was anderes. Ich habe es probiert. Kauft euch jetzt nicht eine 5000 Euro Kamera und für 8000 Euro Kleinteile, Magazine, mietet ein Lager an oder sonst irgendwas, wenn ihr noch nicht wisst, ob das was für euch ist, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt abgesehen von den YouTube-Videos, wo ich ja zumindest so ein Teilbeweis dafür bin, dass man nah an die 1000 Abonnenten kommen kann ohne Equipment. Zumindest das kann ich ja beleghaft nachweisen. Ihr seht ja die Qualität meiner Videos. Das heißt, das kann funktionieren. Aber auch mit dem Bricklink Store. Ihr glaubt nicht, wie viele Anfragen ich per Mail bekomme. Hey, bei mir, das läuft super, das ist alles gut, aber möchtest du nicht meinen Bricklink Store kaufen? Das heißt, es gibt auch viele Leute, die wirklich auf der Strecke bleiben. Und es ist am Anfang cool und das Sortieren macht Spaß und man hat so viele Steine in der Hand. Und da bis 100 zählen, 100 Mauersteine, das mache ich jetzt auch nicht, das mache ich später. Entschuldigung. Aber ich kriege wirklich so viele Angebote und Nachfragen, ob ich die Stores kaufen will, was ja dann wirklich auch schon zeigt, es bleiben einfach viele Leute auf der Strecke und nicht jeder kann sich oder hält das durch oder hat dauerhaft Spaß daran. Also bevor ihr all in geht, egal ob bei YouTube, einem Bricklink Store oder einem anderen Geschäft, probiert es erstmal aus. Ich habe so viele Sachen ausprobiert, bis ich hier gelandet bin, wo ich mich jetzt wohlfühle und Spaß habe. Das ist vielleicht nur der letzte finale Tipp. Es sieht auf Videos immer leichter aus, als es am Ende in der Realität wirklich ist. Und ich meine, so einen Wochenclip von mir geht ja für zwischen 30 und 35 Minuten in der Regel, wo ich diese Wochenzusammenfassung habe. Und diese Wochenzusammenfassung, die zeigt ja nicht alles, was ich hier mache, sondern meistens ja nur die fertigen Bestellungen oder ich erzähle irgendwas, das sind 15. Und dann wirkt das natürlich sehr wenig. Aber ich habe in der Regel zwischen 1 und 2,5 Stunden am Tag Zeit, 20 plus 1 sind 21. Und diese 1 bis 2,5 Stunden, die ich am Tag habe, die nutze ich so effektiv, wie ich kann und filme zwischendurch, weil diese Filme einfach eine gute Werbung für mich sind. Aber es ist mehr Arbeit, als es in Videos aussieht. Also das ist etwas, was ich definitiv schon gemerkt habe. Es ist nicht alles so leicht, wie es aussieht. Und man kann auch nicht sagen, es ist alles ein Selbstläufer und geht von alleine. Und deswegen
Geht da nicht all in, übertreibt da nicht. Geht es mit Ruhe und mit Spaß an, macht euch keinen Druck, erwartet keine Umsätze. Ich persönlich erwarte nie auch nur einen Cent von YouTube zu kriegen. Ich denke, seit dem 500. Abonnent, alles klar, das geht jetzt noch, aber jetzt irgendwann habe ich doch alle, die Interesse an sowas haben. Und noch geht es weiter, aber es wird irgendwann enden. Und in diesem Sinne ende ich jetzt hier auch das Video. Und hier auf dem Kanal wird es natürlich vorerst noch weitergehen, aber ich kann jedem von euch empfehlen, macht das, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr da Freude dran habt. Genießt das, was ihr macht, macht euch keinen Druck. Guckt nicht ständig, wie viele Abonnenten habe ich jetzt. Lasst euch nicht fertig machen von Kommentaren. Bleibt freundlich, auch wenn euch jemand blöd anmacht, und macht einfach das, woran ihr wirklich Spaß habt, und dann ist auch egal, was euch andere sagen. Und da werden vielleicht Leute kommen, wenn ich dann irgendwann sage, dann setze ich mich meine Kamera da vorne vor meinem Tisch, ihr seht mich dann da sitzen und ich stelle euch ein Set vor, an dem ich eine Freude hatte, dann werden viele vielleicht schreiben, ja, sowas hätte die Welt nicht noch einen von gebraucht, aber das ist mir dann egal. Ich meine, ich habe selbst ein Review mit dieser Billigkamera hier auf dieser Platte von einem Duplo-Set gemacht, einfach weil ich mich an dem Tag danach gefühlt hatte und Bock drauf hatte. Und deswegen, lasst euch davon niemandem was erzählen, und vor allem macht es, wenn ihr es wollt. Und wenn ihr schon so weit fragt, dass ihr mir eine E-Mail schickt und sagt, hey, soll ich das machen, soll ich das versuchen, ich überlege das zu versuchen. Wenn ihr so weit schon seid, ich kann euch das nicht beantworten, ob ihr daran so viel Spaß habt wie ich. Macht es einfach. Und dann erlebt ihr es. Und ihr kündigt nicht euren Job oder sonst irgendwas. Und wenn ihr wie ich einen festen Job habt, was kann euch denn passieren? Was kann mir denn passieren? Wenn ich morgen keinen Bock mehr hier drauf habe, dann hat mein Sohn Steine zum Bauen. Dann ist das Paradies auf Erden für ihn. Sortierte Steine, er kann damit bauen, was er will, kann das alles benutzen. Ich schließe morgen meinen Store, beende das hier und die Kinder haben Spaß. Die anderen, die kleinen beiden, wachsen noch ein. Der Große freut sich jetzt schon und er hat Steine ohne Ende. Und das, was zu viel da ist, wird dann halt, keine Ahnung, noch abverkauft oder sonst irgendwas. Und wenn jetzt wieder, ich kriege ja dann immer die Kommentare, ja, aber rechtlich und Abschreibung und da Steuern zahlen, ja, das mal alles weg. Also immer so diese Steuerfragen. Ich sage euch ja immer, ich mache hier keine Rechtsberatung, ich teile meine Erfahrungen, und der Hauptteil meiner Erfahrungen in diesem Bereich besteht darin, ich sammle alle meine Belege, ich gebe sie dahin, leg auf diese Belege, übertrieben gesagt, ein bisschen Geldscheine drauf und dann wird das für mich übernommen. Und diese ganzen Buchhaltungssachen, die ich in Zukunft mache, die werde ich hier auch raushalten. Wie gesagt, das ist ein Hobby für mich, und wenn es für das Hobby nötig wird, dass ich für den Buchhalter bezahlen muss, werde ich das nicht von den Firmenerlösen bezahlen, sondern von meinem Geld, weil ich habe das Geld, ich habe einen guten Job, und deswegen muss ich da viele von euch enttäuschen, weil ja immer Fragen nach Rechtsberatung, Verpackenlizenz und sonst was kommen. Das wird es auch in Zukunft nicht bei mir geben, weil ich mich nicht damit befassen werde. Ich habe mal diese Anwaltskanzlei, die Rechtstexte für mich schreibt. Ich habe jemanden für die Buchhaltung dann, und die kriegen dann Geld von mir und die sagen mir, was sie brauchen, wie ich das in meine Programme einpflege, kriegen Schnittstellenzugänge in meine Programme, und dann gucken sie, machen den ganzen Steuerquatsch, und wenn dann was falsch ist, fällt denen das sofort auf. Die rufen mich an, sagen mir, hey, das musst du anders machen. Und dann mache ich das anders. Aber ich kann mich nicht hier als Laie hinstellen, weil ich bin gelernte Pflegekraft und habe noch einen Elektrogesellenbrief früher gemacht, bevor ich in die Pflege gewechselt bin. Das heißt, in den Themen kenne ich mich aus. Ich kann euch erklären, wie ein RCD anschließt oder Sicherung wechselt oder sonst was, wobei ich auch das nicht machen werde. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das kann ich euch nur empfehlen. Spart daran nicht. Und wenn ich so weit bin, dass es hier richtig kompliziert wird und ich irgendwann mal aus der Kleinunternehmerregelung rausfalle in meinem Hobby, auch dann ist es mir egal, wie teuer es ist. Hobbys kosten Geld. Im Fußballverein habe ich auch Mitgliedsbeiträge 16 Jahre lang gezahlt. Das gehört dazu. Und wenn ich dann Geld in mein Hobby stecken muss, damit mir jemand die ganzen rechtlichen Sachen abnimmt, dann mache ich das. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Und auch wenn ich sehe andere YouTuber, die sagen, hier und da müsst ihr das beachten und das funktioniert so. Nein, die meisten wollen Klicks generieren, wollen Umsatz generieren und haben dann irgendwo stehen, ich hafte für nichts, was falsch ist. Und
wenn ihr euch ein Video anguckt, was 6 Monate alt ist, kann sich auch was ändern. Beispiel Verpackungslizenz Österreich, was sich erst im Januar geändert hat. Wenn ihr euch ein Video von 2021 über Verpackungslizenz Österreich anseht, denkt ihr vielleicht, ihr müsst nichts beachten, aber es muss was beachtet werden. Es kann sich auch am 1.6. Gesetze ändern. Und da macht es Sinn, sich außerhalb von YouTube mit Leuten zusammenzusetzen, die sich auskennen. Das war jetzt ein sehr langes Video, was wahrscheinlich sehr wenig Leute sich ansehen werden, vor allem noch nicht komplett. Aber das brannte mir jetzt einmal so auf der Zunge. Ich ich packe jetzt die Bestellung zu Ende. Hoffe, dass nicht noch ein Stein fehlt. Also ein Fehlstein reicht mir. Hatte ich sehr lange nicht mehr. Wahnsinn. Aber es ist halt hier mit diesen Schubladen. Die Dinger sind ja relativ locker. Und ihr seht ja, da ist so eine kleine Lücke. Und wenn diese Fächer mal voll sind oder man bewegt sie zu schnell, dann rutschen die manchmal hier drauf. Und dann können die halt da hinten hinterklemmen. Und ich kann hier mal eins rausziehen. Bei mir in den Regalen ist dahinter, das gibt gleich ein Desaster, Freunde, dann lacht ihr alle. Genau so. Dahinter ist ja noch ein Leerraum bei mir. Das heißt, das ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dass einfach eine Schublade zu voll war und dann ist ein Stein hinten rausgerutscht oder so rausgesprungen, weil er dann eingeklemmt war und unter Spannung ist er dann wie so eine Rakete nach hinten geflogen. Stelle ich es ohne Handy rüber. Aber ja, das passiert. Stein ist da, lange nicht mehr passiert. Weiter geht's, Bestellung packe ich jetzt und dann starte ich es auch gleich den Vlog für die nächste Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und hey, abonnieren. Bald 1000.